Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum 18. und vermutlich letzten Teil dieser Serie Musikgeschichte. Ich will heute über einen Komponisten sprechen, der am 26. Februar 1971 geboren wurde, Karl Martin Sandberg. Bekannt als Sänger einer schwedischen Funk-Metal-Band werden sich jetzt vermutlich alle oder viele, die dieses Video gucken, fragen, wer zum Henker? Nein, es steht ja eigentlich schon im Thumbnail. Der Witz ist ja völlig gerade für die Katz. Es geht um Max Martin. Wer nicht weiß, wer Max Martin ist, die Bandnamen, die ich in dieser Serie oder in dieser Folge aufzähle, werden euch alle was sagen und ihr werdet dann wissen, wer dieser gute Mann ist. Songwriter, Produzent, Arrangeur und mittlerweile auch Studiobesitzer Max Martin. Um ihn geht's. Wie gesagt, Februar 71 geboren, hat seine nennenswerte Musikkarriere als Sänger einer schwedischen Funk-Metal-Band begonnen. Die ist deswegen wichtig, weil er über diese Band an Dennis Popp kam. Dennis Popp ist ein schwedischer Produzent, den man auch von so einigen Produktionen kennt, vor allem in der Zusammenarbeit mit Max Martin. So, seine Funk-Metal-Band hat damals einen Plattenvertrag in den Cherion Studios unterschrieben, die eben Dennis Popp gehörten. Und dazu kamen die beiden zusammen. Dennis Popp hat dann auch gesagt, hey, nenn dich mal lieber nicht Karl Martin Sandberg, sondern nenn dich mal lieber Max Martin, weil international. Also er hat im Prinzip schon das Potenzial dieses jungen Mannes gesehen und da auch mit seine Karriere beeinflusst. Nämlich 1995 haben diese beiden zusammen einen Song geschrieben, den ihr jetzt vermutlich alle nicht hören wollt. Ich packe euch trotzdem das Beispiel dazu, und zwar Wish You Were Here von den Rednecks. Das war der erste Song, den die zusammen gemacht haben, beziehungsweise der erste Song, den Max Martin mit produziert hat. Und wer sich noch daran dunkel erinnert, weiß, dass dieser Song ziemlich durch die Decke ist. Kurz darauf, im gleichen Jahr, folgte noch Ace of Spades mit The Bridge. Das heißt, der gute Mann hat in seinem ersten Jahr als Produzententätigkeit gleich mal mit ordentlichen Acts zu tun gehabt. Und das war natürlich ein Riesenvorteil für ihn, weil er hat nicht unten angefangen, sondern er hat im Prinzip durch Dennis Popp gleich oben angefangen. Glück gehabt. Und das Folgejahr ist dann eigentlich der riesen Durchbruch. Beide zusammen, Martin und Popp, produzieren das Debütalbum oder produzieren größtenteils das Debütalbum der Backstreet Boys. Auch hierzu ein schönes Soundbeispiel, Quit Playing Games With My Heart. Ein großartiger Song. Ich werde dazu gleich noch kommen, wenn ich mit dem Lebenslauf durch bin. In Quit Playing Games With My Heart hört man zum ersten Mal auch so den Martin-Sound, auch dazu komme ich nachher noch. Und durch den Erfolg, den er mit den Backstreet Boys hatte, kam er dann an so Sachen wie NSYNC zum Beispiel ran und macht für die auch noch unglaublich viel. Macht mit Christina Aguilera, macht mit Britney Spears. Britney Spears ist auch ein großer Teil seiner Karriere. Und ist quasi der Nennenswerte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Da ist einfach quasi nur Max Martin bei allem, was Pop ist. Und das geht sogar noch weiter. Ja, 1998 stirbt eben Dennis Popp und Martin übernimmt die Cherion Studios. Und ja, jetzt kommt Britney Spears, jetzt kommt die Debütplatte von Britney Spears, die er auch größtenteils mitgemacht hat. Für die nächsten Jahre will ich jetzt einfach mal runterrattern, was er noch so gemacht hat. Bon Jovi, It's My Life, Lambretta mit Bimbo, da packe ich euch auch mal noch ein Beispiel hin, was ja auch etwas anders war. Dann hat er sich auch noch mit anderen Leuten zusammengetan. Da kommt dann Kelly Clarkson, Since You Begone Her, 2006 Pink, Who Knew und 2008 Katy Perry, I Kissed a Girl. Es wurde etwas gitarrenlastiger. Das hatte im Prinzip auch mit der Zusammenarbeit unterschiedlicher Leute zu tun. Alles, was so ein bisschen rockig ist, ist dann die Zusammenarbeit Martin, Dr. Luke. Man könnte dieses Video noch genauso über Dr. Luke führen, auch unglaublich wichtiger Typ, aber ich habe mich jetzt einfach mal für Martin entschieden, weil ich ihn selber sehr, sehr schätze. Martin ist halt eigentlich seinem Sound irgendwie treu geblieben, aber hat sich auch gewandelt und da habe ich sogar einen Kritikpunkt so ein bisschen an ihn, was diese Wandlung angeht,
gleich. Fangen wir erstmal mit dem Martin Sound an. Der Martin Sound ist, naja, zum einen hat er so ein sehr klassisches Verse-Chorus-Schema. Also Verse-Chorus, Verse-Chorus, Bridge-Chorus. Das ist eigentlich so seine Linie. Das ist jetzt nicht nur die Martin-Linie, das machen auch viele. Aber was Martin vor allem macht, ist, dass seine Chorusse, Chori, ich weiß immer nie, wie die Mehrzahl von Chorus ist, egal, die sind meistens achttaktig und sie stechen sehr, sehr hervor. Entweder indem er sie moduliert oder indem er sie musikalisch erhöht. Das ist zum Beispiel was ich von ihm so übernommen habe, dass ich immer versuche, den Chorus einfach eine Stufe höher zu stellen als den Verse, indem ich ihm entweder andere Akkorde gebe, oder, also ein anderes Akkordschema, oder ihn einfach mit Instrumenten so aufdicke, anfette, dass er einfach größer ist. Und das ist so auch Martin-typisch. Martin-typisch ist auch, dass er das Chorus-Thema immer wieder weiter bearbeitet. Also sei es die Melodie, die dann schon im Intro so ein bisschen eingeführt wird über einen Synthesizer oder was auch immer. Oder dass sich das dann im Verse ein bisschen weiterzieht, was im Chorus passiert. Also wenn jetzt die Links, die ich gerade schon drin hatte, euch und auch die Songs, die ich jetzt vorhin genannt habe, euch damit nochmal anhört, werdet ihr feststellen, dass das so, dass das hat er immer wieder und immer wieder und immer wieder gemacht. Was er auch gemacht hat, das haben natürlich auch viele gemacht, aber er hat es halt gnadenlos durchgezogen, ist in den 90ern, der letzte Refrain wiederholt sich und ist entweder ein Ganzton oder ein Halbton höher. Entweder mit einer Modulation oder ohne. Hört euch einfach nur das Millennium-Album der Backstreet Boys an, da macht es quasi jeder Song. Da geht einfach am Ende von jedem Song kommt der Chorus zweimal und das zweite Mal ist er einfach einen Ganzton höher. Kann man machen. Ist so ein bisschen, kommt vom Musical. Im Musical wird das auch gemacht. Es macht den Song einfach interessanter. Es hebt einfach den Schluss nochmal höher. Und eigentlich eine ganz angenehme Weise. Man macht es mittlerweile nicht mehr. Das heißt, es ist fast schon verpönt. Deswegen würde ich jetzt euch als Songwriter nicht unbedingt dazu raten. Genau. Was wollte ich noch zu Martins Wandlung sagen? Ja, er hat sich über die Jahre gewandelt. Ich meine, wenn man sich eben die 90er-Produktion Backstreet Boys und sowas anhört, sehr, sehr Synthie-lastig und dann zu I Kissed a Girl geht oder Who Knew von Pink, schon sehr gitarrenlastiger geworden. Was ich ihm aber so ein bisschen unterstelle, ist, dass er einfacher geworden ist. Wo, wenn man sich mal, ja, Quit Playing Games, weil ich einfach vorhin hatte, mal anschaut, da sind sehr viele 7er, 9er Akkorde drin mit alteriertem Bass, also dass der Bass ein C mit C-Dur mit Bass im C-Dur mit G im Bass, Gott, Kopf. So, das wollte ich sagen. So Zeug ist da sehr, sehr viel drin. Und dann aber später wurden das immer mehr so, naja, 4 Akkorde und die ziehen wir jetzt durch den ganzen Song durch. Das ist eine Wandlung, die hat die ganze Popmusik mitgemacht. Die Popmusik ist immer einfacher geworden und Martin hat das halt einfach mitgemacht. Es ist die Frage, ob er dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. So nach dem Motto, du hast damit angefangen, also bist du daran schuld. Schwierig, ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die da einfach passiert ist. Und Martin ist da einfach mit, weil man will es ja auch allen recht machen und Erfolg macht, glaube ich, auch süchtig. Und wenn man einmal was gewonnen hat oder erstmal eine Nummer 1 Platzierung in den Charts hatte, will man die gerne wieder haben. Und ich glaube, deswegen hat er sich da so auch einfach treiben lassen. Genau. Ja, hört euch mal seine Sachen an. Ich finde ihn einen großartigen, großartigen Menschen, weil er sehr, sehr viel bewegt hat und eben Mitte der 90er sehr gute und musikalisch ausgefuchste Popmusik gemacht hat und da auch mit Leuten zu tun hatte, die echt was auf dem Kasten haben, hat er auch immer noch. Und ich schätze ihn sehr als Komponisten und Produzenten unserer Moderne. Ich hätte das Video auch über einige andere Leute machen können. Ich hatte mir überlegt, ob ich Guy Chambers statt ihm mache, aber ich habe mich jetzt doch für Max Martin entschieden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat die ganze Serie gefallen. Mir hat sie unglaublich Spaß gemacht, mich mit verschiedenen Komponisten, Epochen und so weiter auseinanderzusetzen. War auch für mich sehr, sehr lehrreich und ja, freue mich, wenn es euch gefällt. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Ideen für Videos habt, auch gerne nochmal Musikgeschichte. Vielleicht rolle ich die Serie einfach nochmal auf, wenn ich genug Ideen habe. Lasst es mich wissen.
Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sowieso, ihr habt es vielleicht mitbekommen, meine offenen Kaffee sind so ein bisschen Kommentarvorlesestunden geworden. Von daher, so. Meine Stimme ist jetzt ein bisschen im Arsch, deswegen trinke ich jetzt gleich noch einen Kaffee. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Lieben.